Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Monster Hunter Stories 2. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Jo, hallo und damit herzlich willkommen zurück, ne? Ja, beim letzten Mal haben wir den Lolloskavet gemacht, jetzt sind wir wieder hier und reden erstmal mit dem Dorfoberhaupt. Mal gucken, was der uns zu sagen hat. Oh, ist wohl nicht da. Ja, ich muss ins Dorf und da gucken, wo der gammelt. Irgendwo wird er was machen. Ich habe übrigens den Anjanath schon ausgetauscht. Der letzte, also der vorherige, macht noch ein Level bei den Monster-Erkundigungen. Die kriegen echt viel Erfahrung dort, musste ich feststellen. Wir haben die Windmühlenteile. Oh, ich soll dem Händler helfen. Was ist denn das Problem? Okay. Jetzt muss ich die Lavina-Höhle machen. Bei dir gibt es ja nur zwei Sachen zurzeit zu kaufen, ne? Ich würde aber gerne gucken, die neuen Rüstungen, die ich jetzt zur Verfügung habe. Beziehungsweise neue Waffen. Lohnen die sich? ...62 müssen die überbieten. Sonst sind sie unnütz. Ne, sind für mich unnütz. Was betrifft die Waffen? Die Nessilla-Klinge, die hat Schlaf drauf, das brauche ich nicht. Den Glutbogen könnte ich eventuell gebrauchen. Wartet. Ich kann ja den Bogen vergleichen. 30, 57. Den kann ich definitiv gebrauchen. Der ist ja von vornherein stärker. Erstmal gucken, ob ich ihn gleich noch aufbessern kann. Feuer werde ich wahrscheinlich definitiv hier auch generell brauchen. So, bei den Waffen. Höheren Angriffswert haben die ja, ne? Wenn brauche ich die Anjanath-Klinge. Muss ich aber doch nie sammeln. So, dann gucke ich jetzt auch noch nach einem besseren Hammer. Ja. Da könnte mir der vom Gipsoros eigentlich gut helfen. Kann ich den schon machen? Ja, nee. Ich wollte eh den Gipsos ja nochmal jagen, ne? Das mache ich dann offscreen. Einen Moment noch. Verbessern. Bogen. Ich habe nicht genügend Anjanath-Teile. Ich werde nach der Folge eh offscreen hier ein bisschen ackern. Und so, auf zum Dorfoberhaupt. Der gammelt wahrscheinlich bei der Windmühle. Ach nee, warte, wir sollten ja jetzt hier... Stimmt. In diese Lavina-Höhle. Ich hab's schon komplett verdrängt. Wo ist denn die denn? Ganz weit da hinten. Okay. Ich bleib mal kurz beim Mondhorn. Da oben ist auch noch ein Einsbau. Lasst mich bitte in Ruhe. Danke sehr. Ich würde gerne gucken, ob hier noch oben irgendwas ist. Hier ist ein Schneeberg. Da komme ich offenbar später hin. Ich gucke mir die Ebene hinter einmal an, ob hier vielleicht noch ein weiteres königliches Monster ist. Ich wollte erst gucken, ob ich von da aus zu der Höhle komme. Komme ich aber nicht. Ich muss hier lang. Und da kann ich mir vorstellen, wenn wir schon in der Höhle kämpfen... Herzu oder Gigi Nox. Eins von beiden kann ich mir gut als Boss vorstellen. Die Kiste hole ich mir später, weil da ist nie wirklich was Wichtiges drin. Lavina Mine Höhle. Das Mine oder Höhle. Eins von beiden hättet ihr weglassen können.
Kalt. It's so cold. My whiskers are frozen stiff. How come you don't feel the chill? Wüsste ich auch gern. So I'm all right. I see. He keeps you warm. By the way, Frostfang is a pretty cool name. When did you come up with it? Gute Frage. When I met him for the second time. What did you call him before then? Fuzzfangs. Say what? Passt aber auch. He was so cute and fluffy. It was the first thing that came to my mind. And you bonded with Fuzzfang. Flaumfang. When you met again. That's right. It was a very cold day, like today. Wieder als Kind. I'm freezing. Hallo. Oh no. There's a monster here. Und der Barrio hat ihn gerettet. A Barrios? Hat sie von einem Gips rausgerettet. Hold on. Is that you, Fuzzbangs? I'm so happy to see you again. But you're all grown up. Fuzzfangs doesn't suit you anymore. Why don't I call you Frostfang? Und seitdem sind sie beste Freunde fürs Leben. Would you like to come with me? That's when we bonded. That's so touching. Frosty places always remind me of that day. Okay. Anyway, let's keep going. Let's go. Jetzt darf ich eine Höhle erkunden. Und hier sehen wir auch ein paar neue Monster. Bisher sehe ich nämlich nichts. Da unten ist eine Kiste. Ich habe jetzt auch nicht gesehen, dass da ein Katzerwandstand war, ne? Okay. Da oben ist nichts. Einfach weitergehen. Ein Buggy kennen wir schon. Ich gehe weiter. Wenn ich grinden will, mache ich das offscreen, Leute. Aber ich denke, wir sind momentan stark genug. Da ist eine Kiste. Kisten sind schön. Kisten haben immer wunderschönes Zeug für uns. Ich heb erst auf und dann brüll ich. Dampfen da. Muss mir gleich mal eben kurz angucken. Was ist Dampfen da? Ach, warte. So. Jetzt hat alles seine Richtigkeit. Dampfender. Hebt Sprengschaden auf. Ist schön, aber wir haben keinen Sprenggegner zurzeit. Ich sehe gerade alle frieren. Einmal den heißen Nebel. Dafür habe ich den ja. So. Hier sind Samites. Einfach weitergehen. Ich laufe jetzt immer so, dass wir halt schön viel von der Höhle sehen. Nehme natürlich mit, was ich mitnehmen kann. Da ist ein Samtrios. Brauchen wir nicht bekämpfen. Wir haben ihn ja sogar schon in unserem Team. Okay, für eine Kiste bin ich hier rüber gerannt. Ich sammle jetzt hier hauptsächlich auch diese Steine definitiv unterwegs ein, weil ich gesehen habe, dass ich Drachen-Niederz definitiv brauche. Das brauche ich ja für die Hälfte meiner Sachen jetzt. Hier sind echt wenig Monster in der Höhle. Und dann runter auch kaum neue. Beziehungsweise bis jetzt gar kein neues. Habe ich schon alle, die man in der Gegend finden kann, gefunden? Hm.
Ich muss ja Geröll entfernen. Brauche ich da nicht jemanden, der Steine zerkloppen kann? Oh, hier liegt richtig viel Erz. Aber kein gutes Erz. Schade. Hier brauche ich einmal kurz den T-Rex. Kann hier oben dann auch direkt wieder zum Mondturm wechseln. Potenzielle und rascher. Oh, jetzt darf ich schon wieder gucken. Einmal Anti-Siegender, ist klar. Aber was ist aufs Ganze? Wir brauchen mehr Bindungsladung und Fähigkeit mit voller Kraft zu entfesseln. Erhöht Fähigkeitskraft etwas. Okay. Bei potenzieller wird Crit-Rate erhöht. Und bei bei rascher wird Crit erhöht. Und bei Potenzial die Verteidigung. Und zwar ordentlich sogar. Okay, sind auch interessante Amulette, aber werde ich wahrscheinlich beide verkaufen. Und ich glaube, nur bei den gelben Erzen kriege ich das neue Erz. Oh, da ist ein Barov, den haben wir definitiv noch nicht. Komm her. Den haben wir noch nie bekämpft, definitiv nicht. Aber er ist anscheinend auch der Boss. Ich schlag mit dem Giginox oder dem anderen falsch. Entschuldigung. Unglaublich, dass ein Barov sowas schafft. Normalerweise leben die auch nicht in der Antarktis. Du bist definitiv ein Krafttyp. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Deswegen gehe ich auf Geschwindigkeit. Oh, der hat keinen Körperteil, das ich anvisieren kann. Zumindest jetzt noch nicht. Wahrscheinlich erst, wenn er den Schlamm an sich dran hat. Ja, dann kann ich die Teile hier schnell einmal durchgehen, ne? Ach nee, er ist ein Geschwindigkeitstyp. Habe ich nicht ganz gesehen. Okay. Ich wechsle dann eben kurz zum Hammer. Dann habe ich bei ihm wenigstens alle drei Dinger schon mal durch. Und ich denke mal, der Hammer ist eher am effektivsten hier. Aua. Es ist noch nicht wütend. Das Schwert bringt ja am meisten, im Ernst? Das kommt unerwartet. Jetzt macht er sich diesen Schlammmantel. Jetzt hat er wahrscheinlich Körperteile zum Anvisieren. Ja, jetzt hat er Körperteile. Ja, jetzt ist meine Waffe extrem stark gegen den. Jetzt ist er wahrscheinlich ein Krafttyp, ne? Wen visiert er an? Nicht mich. Aufgeladener Hieb auf Schweif. Oh, er ist ein Techniker. Ich muss Monty nochmal wechseln. Komm, Rafa darf mal kämpfen. Du bist doch mein kleiner Freund, den ich niemals austauschen kann. Kämpf gefälligst mit. Der Schweif ist nicht wach gegenüber einem Schwert. Ja, die macht jetzt den Ulti. Meiner hat nur einen Giftschlag, den er noch nicht mal einsetzen kann zurzeit. Äh,
Ich gehe mal auf den Kopf. Los, Rafa! Jetzt kann ich meinen aufgeladenen Hieb in ihn reindrücken. Danach gehe ich auf Hammer. Weil der am sinnvollsten ist. Aua! Jetzt stink ich. Und er hat keinen Schlamm mehr an sich. Das heißt, es lohnt sich wieder nicht. Ach du Dreckiger. Ach stimmt, der ist ja jetzt hier Geschwindigkeitstyp. Naja, wenigstens hat Rafa ihn noch vergiftet. Go, Samtrios! Wann lernst du eigentlich deine Eisrüstung? Mach doch keine Technik. Wir brauchen erstmal Punkte. Sie heilt uns alle! Ja! Oh, er ist fast tot. Aufgeladene Hieb. Das hat auf jeden Fall wehgetan. Der lebt nicht mehr lang. Komm, mach deinen Eisspeer. Jetzt bringt der Schlammmantel auch nichts mehr. Ich sag nur, wie es ist. Ach, jetzt habe ich den Falschen geholt. Egal. Abendflut. Und mach einen Takedown. Wir geben ihn noch mal richtig auf die Nase. Easy going. Level 21 jetzt. Und ich werde aufgehen, ein bisschen was zu tun haben. Wahrscheinlich bin ich beim nächsten Mal Level 23 oder 24. Nach den jetzigen Begebenheiten. We did it, buddy. Now the Popo can get through the cave and the shop can keep on running. Thanks for your help. Ach, haben wir doch gern gemacht. The shop back to normal will mean a lot to the owner. And it'll bring back some hustle and bustle to our village. Your village has come a long way since it was destroyed. It must have been really hard on you. It was. Although Frostfang and I spent some time away from the village too. Ja, die waren wahrscheinlich gegen ihn, oder? Why, if you don't mind me asking? When I came back to the village with Frostfang after we bonded. Waren sie dagegen? Listen, everyone. Avinia, move away from that monster. We can't sustain any more damage to the village. Sie wurden wahrscheinlich gerade erst von Monstern angegriffen. How do you know it's not blighted? It's too much risk. We won't allow it. If he's not allowed in the village, then I'm leaving too. Oh. And so I left my beloved village, so that I might stay together with Frostfang. Das ist wunderschön, die Geschichte. They didn't trust you and your monstie. The Black Blight didn't just destroy our village. It also destroyed people's trust in monsters. Kann ich verstehen. Terrible. Seeing you and Ratha makes me remember how it felt to be with Frostfang back then. But no matter what happens,
You must believe in your Monstie. We'll prove that Rafa has nothing to do with that spooky legend. You'll see. Am Ende hat er doch damit zu tun. Also ich glaube eher, dass er dazu da ist, diesen Pesthoch zu vernichten. My paws are sore from walking. Let me hop on, Fuzzfangs. Ich glaube, das ist ein Nein. Hey, no need to be so frosty with me. Fuzzfang sagt Nein, Fang. Oh, und mein Erkundungstrupp ist zurück, den ich vor der Aufnahme noch losgeschickt habe. So. Die heutige Folge ging ein bisschen kürzer, aber wir haben recht viel geschafft. Ich mache hier jetzt für heute Schluss. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, könnt ihr den Drill abonnieren, Like da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!